Unboxing-Video, meine Futterparadies-Bestellung. Wir haben gerade Babybesuch oder Kleinkindbesuch, wie man hört. Also nicht dran stören. Ich habe diesmal geholt bei Futterparadies Karottenflocken. Das mische ich ja immer mit ins Futter rein. Ratatouille gibt es immer ins tägliche Futter so ein bisschen mit rein. Dann wieder Knabberstangen, die gibt es ja bei mir immer einmal die Woche. Das ist Karotte Fenchel. Dann eine Himbeere. Erdbeere. Dann Sonnengemüse, das lieben die Kleinen auch total. Dann Paprika. Schnipsel, auch total beliebt. Dann habe ich hier einmal Früchtetraum. Gibt es auch nur ab und an mal so ein bisschen als Leckerchen mit ins Futter reingetan. Dann hier Gemüseringe. 100 Gramm. Dann hier Erbsenflocken. Die habe ich auch in... ja, die mische ich auch immer, so einen ganzen Beutel mit ins Futter unter. Dann habe ich Banane-Blaubeere-Knabberstange. Schrimps-Knabberstangen, die lieben die. Die waren schneller weg als andere. Dann habe ich hier einmal Feldkräuter. Die mische ich auch immer mit ins Futter unter. Blütenwiese. Vielleicht mische ich die auch noch zusätzlich runter. Muss ich mal gucken, wie ich das genau mache. Und Beerenblätter. Die habe ich ja beim letzten Mal mit runter gemischt. Finde ich auch ganz lecker. So, und hier sind 5 Kilo. Ja, drehen wir mal. 5 Kilo Futter vom Futterparadies. Darunter ist, glaube ich, nichts mehr. Nein, ist nichts mehr. Ja, und das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wie gesagt, ich kann Futterparadies immer nur empfehlen. Es ist wirklich super, was sie alles haben. Und auch die Preise finde ich jetzt nicht zu viel. Ja, wenn das Video euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen hoch da. Und ich freue mich über jedes Like und jeden Abonnenten. Also bis dann. Ciao.